Hallo, ich bin's, der Matthias. Heute bekommt meine Elli. Das ist ein schwarz-weißer Theo. Hawaii, das heißt, sie hat mehr Weißanteil. Elli ist eine ganz liebe. Mittlerweile ist sie fast schon ein Jahr bei mir. Und ist auch handsam. Ungefähr 1 Kilo wiegt sie bereits. Und von der Nasenspitze zur Schwanzspitze misst sie ungefähr 1,20 Meter. Aber sie kann durchaus bis 1,50 Meter, sogar 1,70 Meter lang werden. Jetzt sehe ich gerade, wie sie die Geruchsspur aufnimmt, der Maus. Denn die Maus habe ich noch in meiner Hand. Besser gesagt, in der Pinzette. Schau mal, wie sie genau alles untersucht. Wo ist die Maus? Wo ist die Maus? Theos können ja ganz zahm werden, wenn man sie mit ihnen oft handelt und beschäftigt. Das macht dann viel aus. Schauen wir mal, ob sie Hunger hat. Ja klar, und gib schon her. Jawohl. Jetzt seht ihr, dass sie doch noch ein Raubtier ist, wie sie die Maus frisst. Sie sind fast so einen Komodo-Waran. Sehr schön. Die Theos kommen aus Argentinien, wie schon gesagt. Haltungstemperaturen so bis 25, 30 Grad. Sie lieben die Sonne über alles. Deshalb sollte man auch einen großen UVB-Strahler ins Terrarium anbringen. Meiner hat ungefähr, glaube ich, 180 Watt. Und dann noch einen Halogenspot mit 70 Watt. Und dann fühlt sich die Elli wohl. Luftfeuchtigkeit. Auf jeden Fall soll der Bodengrund nicht feucht sein, das mag sie gar nicht. Nehmen wir so eine Wetbox mit Moos, aber das hat sie immer ausgeräumt und ausgeleert. Du hier haben wir ganz leicht sprühen die Oberfläche des Substrates, dass es nicht ganz allzu feucht ist. Und nur in bestimmten Ecken, dass sie sich dann aussuchen kann, wo sie sich aufhält. Okay, das Video ist weiterlaufen wie immer. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, also bitte einen Like da. Ansonsten, see you later, bis zum nächsten Mal. Ciao.